Hallo meine Lieben, heute möchte ich einen Adventskalender basteln und der geht relativ fix, also die einzelnen Teile gehen relativ fix und wie es funktioniert, möchte ich euch mal zeigen. Und zwar brauchen wir als erstes unser Schneidebrett, dann werden wir dieses Stampin' Up Brett brauchen für Geschenkverpackungen und wir brauchen 8 von diesen 30x30 Papieren. Ich habe jetzt hier einfach die Actionpapiere genommen. Ich weiß, die Actionpapiere reißen schon mal ein bisschen schneller als anderes Papier. Wenn ihr aber ein bisschen vorsichtig seid bei dem Falzen und langsam und vorsichtig knickt, dann funktioniert es tatsächlich ganz gut. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich nehme mal den ersten. Also wir brauchen 8 Stück, weil wir brauchen ja 24 und aus einem bekommt ihr 3. So, als erstes nehme ich mir das Brettchen hier und schneide mir hier einmal auf 10 Inch. Und hierbei achte ich jetzt darauf, und ihr habt es gerade schon gesehen, ich hätte es jetzt falsch gemacht. Das Muster muss jetzt einmal so liegen, weil das hier ist unsere Breite. Also 10 Inch ist das Ganze breit, weil wir eine S-Tüte machen wollen. Wenn ihr sie ein bisschen größer haben wollt, dann nehmt ihr 11 Inch für die M-Tasche oder wenn ihr eine große machen wollt, dann nehmt ihr 12 Inch für die L. In Zentimetern ist das Ganze hier bei der S-Tüte 25,4 cm. Bei der M 27,9 cm und bei der L sind es 12 Inch, also 30,5 cm. So, ich nehme mir auch hier unten schon mal das Falztool raus, das brauchen wir dann nämlich. So, also ich achte darauf, dass mein Muster jetzt so rum liegt und schneide mir das Ganze auf 10 Inch. Zack, den Rest schmeiße ich nicht weg, den brauche ich später nochmal. Jetzt drehe ich mir das Ganze, kann mir hier meine Hilfe schon wieder einklappen und schneide das Ganze auf 4 Inch. Das ist die Höhe, die wir brauchen. Und wenn ich das jetzt dreimal, also zweimal schneide, dann habe ich genau 3 Teile, die alle 3 genau 4 Inch groß sind. So präpariere ich mir jetzt alle 8 Papiere. Und weil es für euch langweilig ist, mache ich das gerade allein. So, ich habe jetzt hier meinen Stapel und meine Reste. Die Reste, wie gesagt, packe ich an die Seite. Die brauche ich später nochmal. Und aus denen mache ich jetzt diese Geschenkverpackungen. So, ich habe mir jetzt hier eins geschnappt. Und jetzt achte ich darauf, wartet mal, ich nehme mal eins, wo ein Muster ist, wo man von nach oben und unten wirklich gucken muss. Und zwar wird diese Seite hier mein Unterteil. Das bedeutet, ich muss das Teil jetzt so hinlegen, dass mich das Papier spiegelverkehrt anschaut, wenn ich ein Muster habe. Als allererstes machen wir immer die Seite. Wir fangen hier oben an. Und machen diese Falz hier als allererstes, sonst vergessen wir die nämlich. Dann nehmen wir dieses Teil hier, weil es ja eine Seitenfalz ist, und dieses Dreieck hier, sowohl wie hier einmal nach unten. Das ist dann später dieser Teil, der sich so zusammenklappt. So, dann nicht vergessen zu punchen. Jetzt schieben wir das Ganze weiter, und zwar haben wir hier eine Nase. Und diese Nase wollen wir genau auf diesen Strich haben, wo wir hier gerade diesen Seitenstrich gemacht haben. Dieses Mal ist es die S-Seite, erst die horizontale Linie, bitte nicht vergessen. Und dann hier einfach bei dem S einmal nachfalzen. Und das war es hier schon. Haben wir gepuncht? Nein, haben wir nicht. Zack, so. Das Punchen bei dem Punchboard geht am Anfang wirklich ein bisschen schwierig. Umso öfter ihr das Ganze benutzt, umso leichter wird es aber. Diesmal haben wir wieder eine Seite und auch das Dreieck und hier nach unten. Die horizontale Linie habe ich schon und punchen. Und wieder die
horizontale. Diesmal ist es wieder die Seite mit dem S. Ups, abgeschmiert. So. Und Punchen nicht vergessen. So. Jetzt haben wir hier noch die letzte Linie. Und damit wir auch da diese Kerbe hinbekommen, falten, punchen wir auch noch mal. So. Jetzt können wir die Sachen an die Seite schieben, das Brett kurz an die Seite legen. Dann brauchen wir unsere Schere und müssen das Ganze noch ein bisschen präparieren. Und zwar, ihr könnt leider hier auf dem Papier die Falzlinien, glaube ich, nicht so gut sehen. Hier haben wir jetzt die Falz und hier schneide ich mir diesen Zipfel einfach ab. Und auch hier auf der Seite schräge ich mir das ab, weil das ist nämlich meine Klebelasche. So, das kann weg. Und jetzt nehme ich mir das Ganze und falze mir das einmal vorsichtig hoch. Ich klappe es auch gar nicht ganz um, ist auch nicht wirklich notwendig. Und was wir jetzt noch machen, auf der Seite seht ihr es ein bisschen besser, die ganzen Falzlinien. Ich klappe mir das hier schon mal ein bisschen in die Richtung, damit es später dann eben noch leichter in die Richtung geht. So, das klappe ich mir einmal ein ganz bisschen vor, dass ich hier schon so ein bisschen das gewählt habe. Okay, dann klappe ich mir meine Klebelinie hier um, mache mir hier ein bisschen Kleber drauf und dann nehme ich das Teil hier und klappe es einfach nur hier rüber. So, schiebe mir das Ganze schön zurecht, dass die Kanten auf den Kanten liegen, drücke es noch ein bisschen fest. Und dann funktioniert das Ganze schon. So, ich möchte euch noch einmal ganz kurz an einer anderen Box, die ich gebastelt habe, etwas zeigen. Und zwar haben wir auf diesem Brett hier auf der anderen Seite auch noch mal so eine Nase. Und da können wir Löcher mitstanzen. Und zwar können wir die Taschen dann zum Beispiel so machen, dass wir sie oben dann zusammenfalten und dann eben Löcher haben. Solltet ihr das machen, müsst ihr an jeder Falz einmal stanzen. Und zwar macht ihr das, bevor ihr die Box zusammenklebt. Und dann nehmt ihr, wisst ihr was, ich zeige es euch einmal. Ich habe hier ein fertiges und hier zeige ich es euch einmal. Also ihr seht, ihr habt hier eine Seitenlinie, hier eine Seitenlinie. Das hier ist die Linie, die sich später nach innen klappt. Da braucht ihr es nicht zu machen. Hier habt ihr wieder eine Seitenlinie. An der Nase muss gefalzt werden. Hier und an dieser hier auch. Also das bedeutet, man müsste jetzt als erstes hier einlegen und stanzen. Ich mache es jetzt mal nicht. Dieses hier überspringen wir, weil es ja keine Seite ist. An dem hier würde dann wieder gepuncht werden, da es wieder ein Seitenteil ist. Genau wie hier ist auch ein Seitenteil, hier würde gepuncht werden. Hier nicht, da es ja nur dieses Teil ist. Hier müsste wieder gepuncht werden und hier auch nochmal. Und hier ist es auch wichtig, wenn ihr nämlich das später zusammenklappt und zusammenklebt, habt ihr auch, wenn ihr hier was abschrägt, ist trotzdem, würde ein bisschen etwas übergucken und würde euch hier das Loch verdecken. Deswegen ist es wichtig, auch hier zu punchen, damit auch hier ein Loch ist und ihr schrägt es dann ab und dann seht ihr, dass immer noch ein bisschen vom Loch da ist. Und wenn ihr es dann auf der anderen Seite zusammenklebt, dann ist das Loch nämlich genau wie hier. Da seht ihr, dass es hier nämlich, wo ist denn hier überhaupt meine Klebelasche? Da ist sie. Dass es hier nämlich nicht zugeht. Sonst würde mir die Klebelasche, ich versuche euch das mal zu zeigen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann würde mir die Klebelasche das hier eben zumachen. Und dadurch, dass ich auch hier gepuncht habe, passiert das nicht. So, weil ich bei denen aber keine Löcher machen möchte, mache ich das hier jetzt nicht. So, ihr seht, ich habe mir schon ein paar vorbereitet. So, als nächstes, also wir haben jetzt unsere Seite zusammengeklebt, um wieder zurückzukommen zu unserem Projekt. Haben die Seite hier zugeklebt und hier hatten wir ja vorher schon ein bisschen zusammengedrückt. Und jetzt klappen wir einfach nur noch unsere Seiten hier unten um, nehmen uns wieder unseren Kleber und kleben einfach hier
unsere Teile einmal zusammen. So. Schwupp. Jetzt mache ich mir hier unten ein bisschen Kleber drauf, auf diese restlichen Klebelaschen, und dann hier oben auf die Lasche klebe mir das Ganze zusammen und schiebe es mir eben schön gerade, dass ich dann auch wirklich ein vernünftiges Rechteck habe. Und hier können wir noch mal mit dem Falztool ein bisschen festdrücken, dass das Ganze auch wirklich fest zugeklebt ist. Ja, und das war es eigentlich schon. Da wir ja bei diesem Teil jetzt keine Löcher gemacht haben, um es zuzubinden, möchte ich mit dem etwas anderes machen. Und zwar habe ich mir überlegt, mit den Resten, die wir haben, also hier würde ich jetzt natürlich nicht den gleichen Rest nehmen, sondern eine andere Farbe. So. Und dann brauche ich nochmal mein Falz- und Schneidebrett. Und jetzt nehme ich hier 1,5 cm, lege mir das hier bei 1,5 cm an. So, da ist es. Mache eine Falz und dann schiebe ich das Ganze hoch auf 3 cm und schneide mir das Ganze einmal ab. So. Na, hier hat er nicht richtig geschnitten, warum nicht? Nicht fest genug aufgedrückt. So, okay. Ja, und jetzt haben wir theoretisch eine Falz in der Mitte, und da es Actionpapier ist, bin ich da sehr vorsichtig mit dem Falten und gehe hier mit dem Fingernagel und drücke es langsam, also biege mir das Papier langsam um. Könnt ihr mit eurem Falztool noch mal drüber gehen. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme mir jetzt einfach meine Schachtel hier, drücke mir die zusammen, mache das hier oben drauf und dann nehme ich mir einfach meine Schere und schneide mir das genau da ab, wo meine Schachtel endet. Und wenn ich das Ganze dann befüllt habe, dann werde ich diesen Streifen hier oben einfach dran kleben. Und so habe ich dann die Schachtel eben schön verschlossen und ja, könnte sie halt theoretisch jetzt einmal den Streifen wieder an die Seite legen, weil ich das ja ganz zum Schluss mache, nachdem ich es befüllt habe. Kann jetzt die Dekoration machen und befüllen, Zahl draufkleben und schwupp, zugeklebt und fertig ist es. Ja, was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt euch jetzt ein Tool nehmen, mit dem ihr ein Loch stanzen könnt. Ich habe leider die kleine Lochstanze vom Stampin' Up noch nicht. Deswegen nehme ich hier meine, meine Wii oder wie heißt sie? Ich weiß es nicht genau. Die nehme ich auf jeden Fall und stanze mir hier oben dann noch ein Loch rein, um eben dann hier ein Bändchen zu haben, wo ich es dann aufhängen kann. Also entweder macht ihr es wie ich und macht ein Loch hier rein, um das Teilchen dann aufzuhängen, und dann könnt ihr es an eine Schnur hängen, und wenn es dann mit Zahlen versehen ist, habt ihr halt diesen Adventskalender. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach ein schönes Tablett nehmen, ein großes, und die Teile alle dort einzeln draufstellen. Dann müsst ihr gar kein Loch mehr machen und es nirgendwo festbinden. Dann wird es einfach nur draufgestellt und bleibt eben draufstehen. Ja, und für denjenigen, der dann das Türchen öffnen möchte, braucht dann einfach nur hier unten ein bisschen den Kleber abfummeln. Also ich werde hier nur wirklich ganz wenig Kleber, so vielleicht 3 Pünktchen auf jeder Seite, dass es zwar klebt, dass es aber auch nicht so schwer ist, später wieder abzumachen. So, ich habe mir jetzt meine Kiste hergekramt, wo ich meine ganzen Weihnachtssachen drin habe, und habe mir jetzt 3 von den Schächtelchen geschnappt und werde jetzt mal ein paar dekorieren. Und ich dachte mir, bei der ersten nehme ich euch jetzt vielleicht mal mit. Ich weiß selber noch nicht, was ich damit mache. Ich habe ja hier noch gar nicht in meine Kiste reingeguckt,
Mal schauen, was ich hier finde. So ein paar Glöckchen kann man zu Weihnachten immer gebrauchen. Ich mache welche mit verschiedenen Farben. Hier habe ich so ein Pendel. Das kann man bestimmt auch ganz gut verbrauchen. Ja, ich glaube, das ist mir jetzt zu viel Zeug, was mir hier rumfliegt. Upsi, die ist offen, die Packung. Ja, je nach Farbe passen die bestimmt auch ganz gut, aber ich finde, die sind ein bisschen groß für so eine Schachtel. Obwohl, ach, es geht aber eigentlich. Tucken kleiner wäre schöner. Naja, jetzt sind mir die alle rumgeflogen. Auch kein Weltuntergang. Upsi. So, was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, wie so ein Band. Da muss ich gleich mal gucken. So. Das ist, werde ich mir das hier mal auspacken. Ups. Okay, hier ist das irgendwie so dran. Ach, das scheint aber auch wie so eine Girlande oder so zu sein. Gucke ich gleich mal. Vielleicht kann man das ja schon nehmen, um die Dinger dann später dran zu hängen. Finde ich eigentlich ganz schön. Schon ein Pompom abgeflogen hier. Ja, also entweder die Boxen dann später hier dran hängen, also wenn sie dann zu sind und ich dann meinen Verschluss oben dran geklebt habe, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass die hier so dran hängen. Das Band ist auch ziemlich lang, also da könnten auch gut 24 Stück dran passen. Oder ich nehme das hier und nehme das nur zum Dekorieren, das weiß ich noch nicht. Das hier schneide ich mir auf jeden Fall auch schon mal auf. So, wo haben wir den Anfang? Hier ist noch. Da ist der Anfang. Jawohl. So, jetzt werde ich mir, glaube ich, mal die Heißklebepistole herkramen. Und dann werde ich mal anfangen, ein bisschen zu dekorieren. Hier habe ich noch solche Rentiere, die habe ich, oder was sind das hier? Ja, Hirsche, Gazellen, irgendwie sowas. Die habe ich letztes Jahr beim Action geholt, genau wie die Sterne. Und da hatte ich noch was von, genau, das sind nochmal im Prinzip die gleichen Tierchen wie hier, nur in einer anderen Farbe. Genau, und dann habe ich hier noch ein paar Weihnachtsbäume. Hier unten habe ich noch so ein paar Rentiere drin. Dann habe ich hier so ein bisschen Engelshaar. Was habe ich hier noch? Ach, hier habe ich solche Spieße, die nehme ich lieber für was anderes. Ja, und die anderen Sachen, die ich da drin habe, die sind doch alle recht groß. Da denke ich. Ah ja, hier habe ich auch noch Engel in so weiß, holographisch auch sehr schön zum Aufkleben. Gut, ja, wie gesagt, ich werde mir jetzt mal meine Heißklebepistole, glaube ich, schnappen für diese Sachen hier. Das geht, glaube ich, besser mit dem Heißkleber, wobei hier sind Klebepads dran. Das ist gut. Dann brauche ich es vielleicht nur damit. Vielleicht binde ich mir das auch hier drum, dann brauche ich den Heißkleber nicht. Ich schaue gerade mal, wie ich das so ein bisschen abmesse. So, und dann nehme ich mir hier mal meine große Schere. Eigentlich müsste ich hier dafür eine Zange nehmen, weil das ja Draht ist. Aber mit der großen Schere geht das auch ganz gut. So, und dann werde ich mir jetzt das Ding hier schnappen. Mal probieren, ob ich das hinbekomme, hier so einen Knoten reinzubekommen. Upsi. Drin bleiben. Ein bisschen eckiger biegen. Dass es nicht ganz so rund ist. Ja, ich glaube, das hält so auch. Und dann werde ich gucken, dass ich die Ecken und die Enden hier verstecke. An der Seite. Schwupp.
Ja, muss ich mal gucken, ob mir das gefällt am Ende, weil wenn ich es jetzt hier wieder zusammendrücke, dann rutscht es doch ziemlich runter. Ich glaube, das gefällt mir nicht so gut. Das lasse ich weg. Dann nehme ich doch lieber hier so ein Rentier. Klebe mir das hier mit drauf. Und dann hier vielleicht so ein Bäumchen. Ich schütte mir hier einfach mal so ein paar Dinger hin. Von allem und dann. Na. Die sind hier ganz schön miteinander verknotet. So, noch ein paar von den Engeln. Ups. So, das waren doch ziemlich viele jetzt, aber das macht auch nichts. So, und dann nehme ich mir hier meinen Kleber und mache mir dann hier einfach so ein Pünktchen hin und klebe mir dann drauf, wozu ich gerade Lust habe. Hier möchte ich jetzt so ein Engelchen noch mit hinkleben. Ja, ein Rentier mache ich hier, glaube ich, nicht hin. Vielleicht noch so ein Weihnachtsbaum. Ein bisschen drauf gekommen, das macht nichts, das trocknet ja wieder. Ja, eigentlich finde ich diesen Pompom hier auch gar nicht so schlecht. Vielleicht. Der ist ja da vorhin abgeflogen. Ja, ist ein bisschen groß für den, aber dann kommt es halt hier oben drauf. Bisschen festdrücken. Ja, dürfte halten. So, und das reicht mir jetzt hier auch schon. Ich muss hier oben auch noch die Lasche dran machen. Ja, und so werde ich mir jetzt alle 24 Stück, also ihr seht, so viele Rentiere habe ich nicht. Ich habe nur ein paar. Ja, ein bisschen mit meinen Deko-Sachen, die ich hier habe, dekorieren. Bei manchen werde ich vielleicht auch mal ein Löchlein reinmachen und mir dann ein kleines Glöckchen dran binden. Finde ich auch ganz süß. Und ich denke, ich werde dieses mit zum Dekorieren verwenden. Und hier werde ich später den Kalender dranhängen, weil das auch stabiler ist zum Aufhängen später. Und es ist, habt ihr ja gesehen, wenn ich es drum wickle, das wird nichts. Genau, und da ich davon zwei habe, also falls er nicht lang genug sein sollte, habe ich da locker noch Ersatz. Okay, ihr Lieben, ja, ich werde jetzt hier basteln. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja Lust nachzubasteln. Okay, tschüss, ihr Lieben.